HR2 Kultur. Bei den alliierten Luftangriffen auf Dresden zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 wurde, neben vielem anderen, auch die Semperoper zerstört. Nach langen und aufwendigen Wiederaufbauarbeiten konnte genau 40 Jahre später, also am 13. Februar 1985, der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Und genau dieses Ereignis jährte sich im letzten Monat zum 25. Mal. Pünktlich zum Jubiläum der Wiedereröffnung gibt es jetzt in der Edition Semperoper die Möglichkeit, in die Zeit ohne Semperoper, nämlich in die ersten Nachkriegsjahre zurückzublicken, in denen an den Wiederaufbau des Opernhauses noch gar nicht zu denken war. Konzerte und Opernaufführungen gab es aber dennoch in Dresden. Und der Rundfunk hat sie mitgeschnitten. Mit 3 CDs und einer DVD kann man sich jetzt zu diesen Anfängen des Musiklebens nach dem Krieg führen lassen. Martin Grunenberg hat für uns die Zeitreise angetreten. Die Stadt so wüst, heißt es im Dresdner Requiem von Rudolf Mauersberger, das hier unter der Leitung des Komponisten vom Dresdner Kreuzchor gesungen wird. Eine musikalische Reflexion auf die Zerstörung der Stadt in den letzten Wochen eines Krieges, der unermessliches Leid über die Menschheit gebracht hat. Wenn man also an dem Bahnhof stand, dann konnte man eigentlich nur weinen, wenn man sieht, wie zerstört eine Stadt sein kann. Wir haben ja alle dasselbe durchgemacht. Und ich will wirklich nicht irgendwie was wieder aufleben lassen, was wir doch Gott sei Dank schon ein bisschen vergessen haben. In Rundfunkinterviews in den 50er und 60er Jahren will man sich nicht mehr so genau an die Schrecken des Krieges erinnern. Hier exemplarisch der Dirigent Josef Keilbert und die Sopranistin Christel Golz. Schnell kommen die Gedanken dann zur Stunde Null, wie man sich nach Kriegsende wieder der Musik zuwenden konnte. Und es ist wirklich erstaunlich, dass schon bald die ersten Konzerte auf die Beine gestellt wurden, dass die ausgelagerte Dresdner Staatskapelle zurückkehrte und schon am 16. Juli 1945 mit einem Beethovenabend im neuen Ausweichquartier in Bülau das erste Konzert unter der Leitung von Josef Keilbert gaben. Gott, welch dunkel hier. Florestans Arie aus Beethovens Fidelio steht am Anfang dieser Dokumentation und es ist ein passendes Motto für die ersten Nachkriegsjahre in Dresden. Aber es stellt sich eben auch heraus, dass die Menschen nicht nur Nahrung und ein Dach über dem Kopf brauchten, sondern auch großer Hunger nach Musik und Kunst herrschte. Die Sopranistin Lisa Otto. Die haben uns angehimmelt, wirklich angehimmelt, weil wir wieder die Kunst brachten nach dem Elend. Es war ja wirklich furchtbar. Wer den Angriff nicht miterlebt hat, kann es gar nicht beurteilen. Ich will es Ihnen gar nicht erzählen, was ich alles gesehen habe. Das war wirklich. Wir waren nur so dankbar, dass wir endlich wieder singen durften, spielen durften und auf der Bühne stehen durften, Orchester hatten und Dirigent hatten. Und so waren es bald nicht mehr nur konzertante Opern, die in den erhaltenen Sälen der Stadt gespielt wurden, sondern das Kurhaus in Bülau wurde zum Interimstheater. Auch ohne Bühnentechnik und die übliche Ausstattung eines Opernhauses wurden Aufführungen ermöglicht. Darunter eine Salome mit Christel Golz, die noch lange von sich reden machte. Ich will
Christel Golz als Salome. Am 20. Mai 1948 ist diese Aufnahme mit der Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Josef Kalbert entstanden. Dass wir heute, über 60 Jahre später, hören können, wie damals in Dresden musiziert wurde, das verdanken wir damaligen Rundfunkaufnahmen. Ende 1945 war in Dresden der Mitteldeutsche Rundfunk gegründet worden und mit nur technisch sehr eingeschränkten Möglichkeiten sind den Kollegen damals erstaunliche Aufnahmen gelungen. Natürlich muss man dann noch das Glück der sachgerechten Lagerung haben. Aber dafür steht ja schon seit bald 50 Jahren das Deutsche Rundfunkarchiv, das in Frankfurt und Berlin solche Schätze aufbewahrt. Und schließlich sind da noch die heutigen Möglichkeiten der Tonaufbereitung. All dies zusammen führt dazu, dass man hier Tondokumente von erstaunlicher Qualität hören kann. Und das gilt nicht nur für oft fast rauschfreie Aufnahmen, sondern auch für ein musikalisches Niveau, das beeindruckt. Mit einer Christel Golz, Elfriede Trötschel oder Lisa Otto, mit Tenören wie Bernd Aldenhoff und Hans Hopf, mit den Bassisten Werner Faulhaber oder Gottlieb Frick und vielen anderen Sängern mehr, bieten sich hier eine Menge Entdeckungen großer Gesangskunst. Und präsentiert wird dies nicht nur mit einem sehr ausführlichen und gut bebilderten CD-Beiheft, sondern auch mit einer DVD, auf der man durch Rundfunkinterviews und Filmaufnahmen noch näher an diese Stunde Null heranrückt. Für die Musiker waren es damals ganz besondere Erlebnisse. Durch diese Edition kann man nicht nur verstehen, warum, sondern auch auf besondere Weise Operngeschichte miterleben. Wenn ich mir vorstelle, unter welch unsäglichen Schwierigkeiten damals Menschen, also erstens Musiker, im Winter vom einem Ende zum anderen Stadtende in einer Trambahn am Trittbrett hängend, Zuhörer mit einem Anmarschweg von 2,5 Stunden im kalten Winter nach Bühlau oder so wohin gegangen sind, dann ist das schon etwas so Ergreifendes, dass ich mir heute sage, wahrscheinlich war es das Wertvollere als wie heute, wo das ja alles sehr bequem ist und sehr einfach zu haben ist. Tja, und mit dieser Edition ist es noch ein bisschen einfacher geworden. Der Dirigent Josef Kalbert war das noch einmal zum Schluss des Beitrags von Martin Grunenberg zu dem 3 CDs und eine DVD umfassenden Paket zur Opernszene der ersten Nachkriegsjahre in Dresden. Bevor ich gleich nochmal die Angaben durchgebe, hören wir uns noch einen Ausschnitt aus diesen Aufnahmen an. Das Duett Papageno Papagena aus Mozarts Zauberflöte. Und man kann nur ahnen, wie diese nur Schönheit und Leichtigkeit verbreitende Musik auf das Publikum gewirkt haben muss. 2 Tage vor Weihnachten 1949. Bist du mir nun ganz ergeben? Nun bin ich dir ganz ergeben. Nun so sei mein liebes Weibchen. Nun so sei mein Herzenstäubchen. Mein liebes Weibchen, mein Herzenstäubchen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken. Welche Götter uns bedenken. Unser liebe Kinder schenken. Unser liebe Kinder schenken. So liebe kleine Kinder mein. Lisa Otto als Papagena, Arno Schellenberg als Papageno und die Staatskapelle Dresden unter Rudolf Kempe. Diese Aufführung der Zauberflöte fand am 22. Dezember 1949 statt, und zwar im Hygienemuseum Dresden. Gott, welch dunkel hier, die Stunde Null, Dresdner Opernszenen in ersten Rundfunkaufnahmen nach 1945, so heißt die Edition, die wir Ihnen vorgestellt haben. Auf 3 CDs und einer DVD sind Aufnahmen aus der Zeit von 1945 bis 50 zu hören. Außerdem gibt es ein dickes CD-Beiheft mit vielen Hintergrundinformationen dazu. Diese erste Ausgabe der Edition Semperoper ist beim Label Profil, Edition Günter Hensler, erschienen und kostet knapp 50 Euro, herausgegeben von der Sächsischen Staatsoper Dresden, dem MDR und dem Deutschen Rundfunk.